Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wie Sie wissen, hält die Alternative für Deutschland das Gute Zukunftssicherungsgesetz über ein Sondervermögen von 12 Milliarden € aus mehreren Gründen für rechtlich bedenklich, und wir klagen gegen dieses Gesetz vor dem Staatsgerichtshof. In Erwartung dieses Urteils versuchen wir immer wieder, mit unseren Initiativen und Anträgen dem Budgetrecht des Landtags entsprechend Artikel 139 der Hessischen Verfassung wieder Geltung zu verschaffen. Der Landtag wird mit dem Gute-Zukunftssicherungsgesetz seiner parlamentarischen Kontrollfunktion beraubt. Daran ändert auch das parlamentarische Verfahren bei Anträgen des Ministers, Drucksache 20-2525, nichts, wie wir mit unserem Dringlichen Antrag zur vom Finanzministerium beabsichtigten Überschreitung des budgetierten Betrages in Nummer 5 des § Absatz 1 GSZT festgestellt haben. Obwohl wir uns aus diesen grundsätzlichen Überlegungen alle vom Finanzminister beantragten Maßnahmen im Rahmen des GZSG ablehnen müssten, geraten wir natürlich in ein Dilemma. Bei Maßnahmen, die alle der hier im Landtag vertretenen Fraktionen inklusive der AfD aufgrund ihrer Dringlichkeit, ihrer gesundheitlichen Bedeutung auch im Namen eines normalen Haushalts zustimmen würden. Denn wenn unsere Ablehnung erfolgt hätte, würden auch die nach unserer Einschätzung notwendigen Maßnahmen nicht auf den Weg gebracht. Darum sehen wir uns gezwungen, zuzustimmen. Da sollten keine Missverständnisse aufkommen. Ein gutes Beispiel ist die Maßnahme zur Kompensation von pandemiebedingtem Förderbedarf bei Schülerinnen und Schülern mit immerhin 60 Millionen €. Wir haben dem zugestimmt und in weiteren Kommentaren die Regierung aufgefordert, in dieses Gebiet weitere Mittel zu investieren. Von einem ganz anderen Kaliber sind aber Anträge für Maßnahmen wie die Landstromanlagen für Binnenschiffe über 2,5 Millionen € aus dem aktuellen Maßnahmenpaket, wobei es sich lediglich um ein Beispiel von vielen in den bisher 9 Paketen handelt. Wir haben eine ganze Anträge mit Prosatexten, die weit über 200 Millionen € hinausgehen. Bei diesen Landstromanlagen ist auch bei wohlwollender Betrachtung eine Priorität einer sinnvollen und zielgerichteten Mittelverwendung zur Bekämpfung und Bewältigung der Corona-Pandemie nicht erkennbar. Da können wir uns bei in der Summe begrenzten Mitteln im Bereich des Schutzes, der Förderung der Kinder, Jugendlichen und der Ausstattung der Schulen ganz andere, dringendere Maßnahmen vorstellen. Sogar in der normalen Haushaltswirtschaft wäre die außerplanmäßige Finanzierung der Ausstattung von Kaimauern mit Steckdosen nicht möglich. Artikel 143 der Verfassung in Verbindung mit § 11 des Haushaltsgesetzes setzt nämlich voraus, dass diesen Maßnahmen unvorhersehbare, unabweisbare Bedürfnisse zugrunde liegen. Sie werden mit uns übereinstimmen, dass der Bedarf an Landstromanlagen für Binnenschiffe weder unvorhersehbar noch unabweisbar ist. Wenn wir als Landtag noch ernst genommen werden wollen, müssen wir solche Anträge und Maßnahmen in diesem und ähnlich gelagerten Fällen einstimmig ablehnen. Beiträge der Opposition haben sich schon mehrmals mit solch übergriffigen Anträgen beschäftigt. Es ist nur mit einer gewissen Arroganz der Macht zu erklären, dass diesen Anliegen keine Berücksichtigung finden. Danke schön.